Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Hearthstone. Ich war eben voll Noob und habe aus Versehen, als wir gegen den gekämpft haben und verloren hätten, habe ich statt auf Aufgeben auf Beenden gedrückt, das Spiel beendet. Deswegen habe ich mir gedacht, das war eh nur 2 Minuten. Da hatte der uns schon platt gemacht. Da habe ich einfach mal gesagt, starte ich den Part nochmal neu. Wir spielen jetzt gegen Rent Schwarzfaust. Der Eingang zu Nefarians Hort wird von Rent Schwarzfaust und seinen skrupellosen Ockkriegern bewacht. Er hat eine Fähigkeit, öffnet das Tor, Heldenfähigkeit, ruft 3 Weblinge 1-1 herbei und erhält eine neue Heldenfähigkeit, womit er dann andere Wesen herbeschwört. Wenn er die wieder herbeschwört, ruft er wieder andere Wesen herbei und so weiter und so fort. Außerdem hat er sehr, sehr viele Drachen auf seiner Hand, habe ich bisher sogar festgestellt. Das ist ein sehr schwerer Gegner, auf jeden Fall. Also, ich habe noch keine Ahnung, wie ich gegen den vorgehen soll. Ich habe vielleicht die Hoffnung, dass ich ihn mit dem Facehunter schnell niederballern kann, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Aber weil er halt so schnell selber so viele Diener aufs Feld kriegt. Wie gesagt, er kann in der ersten Runde durch seinen Kristall, den er hat, kann er in der ersten Runde schon 3 Diener aufs Feld beschwören. Das ist ein bisschen krass. Ich weiß nicht, wie ich da... Wow, es hat sich ja gelohnt, neu zu mischen. Danke. Na, immerhin kann ich in der ersten Runde auch einen aus dem Feld bringen, auch wenn sein Defekt verschwindet. Versteht, dass ihr etwas falsch macht. Öffne die Tore. So, als nächstes ruft er nämlich 3 Einser Drachlinge herbei und die sind jetzt schon mies. Also 3 Einser Drachlinge sind mega mies. Einfach aus dem Grund, weil die plus 1 Leben bekommen, wenn er einen Drachen auf der Hand hat. Und der hat aber beim letzten Mal nur Drachen auf der Hand. Aber er ruft auch nur einen von diesen Drachkingen herbei. Und deswegen würde ich sagen, beschwöre ich das Ding. Greif ihn an. Konzentriert euch auf den Helden, und dann ist er nämlich direkt weg. Obwohl, nee, das ist ein anderer als der, den ich meine. Und fuck, das war ein Problem. Verdammt, der hat beim letzten Mal einen anderen gerufen. Mist, ich habe mich vertan. Ah, den würde ich natürlich lieber vor dem hier spielen, aber er wird den hier einfach niederballern. Bringt uns also nichts. Wir rufen das hier mit allen in sein Gesicht. Und hoffen einfach mal, dass er versucht, hier die wegzutraden. Jetzt kommen die Orks mit Spott. Die sind nervig. Okay, er geht nicht auf meine kleinen Viecher. Das nervt mich jetzt auch wieder. Kann ich auf gut Glück gehen. Kämpfe meiner Seite. Danke sehr. Okay, dann der weg. Der auch weg. Und der bitte weg. Der weg. Und dann ins Gesicht. Da ist wieder einer. Drachkin. Oh oh. Den würde ich gern loswerden. Jetzt ziehe ich leider erst das Geheimnis. Ich kann nicht beides spielen. Ah, er wird dann den aufhauen und dann ist er mit 6 ins Gesicht gehen. Das ist mega mies. Ich weiß nicht, nee, das wird nichts. Er greift es mit 9 an und wir machen ihm 5 Damage. Ruft Gyth herbei? Was? Ein legendären? Einfach mal so? Wollt ihr mich verarschen? Okay, unser Held ist immun, während er angreift. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe jetzt schon verloren, ne? Geil. Ja, der macht 17 Damage. GG. Das hat's nicht gebracht. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich gegen den vorgehen soll. Der hat bestimmt so viele Dinger. Überleg gerade, aber mir fällt echt nichts ein. Wenn ich mit meinen Druiden spiele, wo so viele starke Diener drin sind, ich überlebe gar nicht lang genug, um dann meine Starken aufs Feld zu bringen. Das kann es auch nicht sein. Ich kann nochmal mit meinem Standardjäger-Deck spielen. Mit dem Schamanen habe ich beim letzten Mal gespielt, da habe ich ihm gar keinen Schaden machen können. Ich versuche jetzt mit meinem normalen Jäger zu spielen, aber sonst bin ich hier ein bisschen überfragt. Weil mit dem Druiden hat es keinen Sinn gemacht.
Ja, hat keinen Sinn ergeben, dass ich da mitgespielt habe. Einfach weil, ja, kann man sich sicherlich schon denken. Mein ganzes Deck ist darauf aufgebaut, Monster aufs Feld zu bringen und sie dann zu verstärken. Und er hat die einfach jedes Mal weggehauen, bevor ich irgendwie verstärken konnte. Und wenn ich den beschwöre, dann muss er auf jeden Fall alle drei opfern, um den wegzukriegen. Das finde ich ganz gut. Deswegen machen wir das auch mal. Jetzt kommen schon die beiden Orks. Das finde ich nicht so gut. Weil jetzt braucht er nicht den hier angreifen. Dann schafft das auch so. Dann rufe ich trotzdem mal den herbei. Mach zumindest schon mal einen weg. Konzentriert euch auf den Helm. Solange er mir zumindest aufs Gesicht geht. Okay. Ich wollte gerade sagen, solange er mir aufs Gesicht geht, kann ich mein Spielfeld hier mal voll mit Monstern bringen, aber der spielt tatsächlich gar nicht mal so doof. Mir fällt gerade tatsächlich nichts ein, außer das zu machen. Dann den nächsten Sprott wegzuhauen. Dann wird er den zumindest schon mal opfern und dann kann er den nicht wegkriegen. Mann, ey. Schon nur 24 Leben. Aber wir kriegen immerhin relativ regelmäßig Spott. Und deswegen gehe ich mit dem Fünfer ins Gesicht. Okay, immerhin ist sein Feld jetzt voll. Okay. Feld ist nicht mehr voll. Scheiße! Und jetzt kriegt er den wieder kostenlos aufs Feld. Ich könnte so kotzen. Dieses Viech ist so overpowered in seinem Deck. Es ist echt nicht lustig. Jetzt hat er keinen Spott, das heißt, seine Fähigkeit würde einfach verpuffen. Der würde einfach plus 0 Angriff kriegen. Ich könnte jetzt den angreifen und hoffen, dass der den vernichtet. Aber das wäre dann eine Chance von 1 zu 3, die wäre so gering. Oh. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay, er wird nicht beide wegkriegen. Das war's. Er beruft aber wieder Spottviecher. Die kann ich auf jeden Fall jetzt einen davon einfach mal so loswerden. Alter. Niemand. Ein Spott weg. Ein Spott so weg. Und dann gucken, was er macht. Wer hat am verletzten Tier? Plus 3, plus 3! Ruf den legendären Kackviech einfach mal so herbei. Hä? Ah nein! Ich habe ja auch einen legendären. Ich habe eben gedacht, warum vernichtet er seinen legendären wieder? Aber oh, ja, das ist verloren. Ich habe. Wie soll man den besiegen? Mir fällt einfach nichts ein. Hier, hier, schön. Ich bin tot. Danke, der kann 18 Schaden machen. Ohne die beiden Orks, die er jetzt spielt. Hallo? Ich habe aufgegeben. Ich bin ein NPC, meine ganzen Moves sind so berechnet, dass du die währenddessen nicht aufgeben kannst. Überforderung hoch 15. Gibt's da einen Trick? Gibt's da irgendeinen Trick bei? Mir fällt keiner ein. Mir fällt keine Strategie ein, die dafür sorgen könnte, dass wir hier eine Chance haben. Facehunten bringt nichts, wenn du deine Monster nicht lange genug aufs Feld bringen kannst und der einfach mal so zwei Spots quasi zum Nulltarif bringen kann. Und er dir einfach mehr Schaden macht, wenn du auf Facehunten gehst, als du ihm. Das Feld kontrollieren geht auch nicht, weil er einfach jederzeit so viele Viecher spielen kann, dass er die alle vernichtet. Du kannst es nicht lange rauszögern, bis du starke Diener aufs Hand kriegst, weil du bis dahin bist du schon längst tot. Hm.
Ja. Eine Sache fällt mir ein. Der Magier konnte eh nichts. Wir nehmen den Magier. Dann gucke ich mal, wie es mit Magie läuft. So, das ist eine gute Sache. Spott dabei zu haben, ist auch nie schlecht. Das Viech ist auch ganz gut. Fügt einen feindlichen Dienern einen Schaden zu. Das ist bei seinen Einlebenden natürlich super. Fügt einen feindlichen Diener 4 Schaden zu. 3 Schaden und einfrieren. Fügt eure Hand einen zufälligen Diener hinzu. Dieser kostet 3 weniger. Ist auch keine schlechte Karte. Friert jeden Charakter ein, der von diesem... Nee, das mache ich nicht. Aber den nehme ich noch mit. Karten ziehen ist auch nicht schlecht. Na, das Geheimnis ist natürlich nicht schlecht, aber wenn euer Diener euren Helden vernichtet, wird er vernichtet. Wenn ein Diener euren Helden angreift, wird er vernichtet. Haben. Wenn euer Gegner einen Zauber auf einen Diener wirkt, ruft ihr einen... Der hat keine Zauber, glaube ich. Wenn euer Gegner einen Diener ausbeschwört, eine Kopie dessen. Bringt nichts, weil er jedes Mal nur diese kleinen Viecher spielt. Wenn euer Gegner einen Zauber... Zaubern brauche ich, wie gesagt, glaube ich nicht. Wir können den Gegner nochmal einfrieren. Das ist zumindest auch eine Sache, die uns noch was bringen könnte. Den Feuerball nehme ich mit. Das Schaf nehme ich mit. Einfrieren und Gegner Schaden machen. Das nächste Geheimnis, das wir in diesem Zug ausspielt, kostet 0. Wir haben kein Geheimnis dabei. Wir können aber jetzt Leute mitnehmen, die Zauberschaden erhöhen. Du erhöhst Zauberschaden. Oh Gott, unser Deck ist schon voll, ne? Ja, das nehmen wir noch mit. Und da muss ich aber irgendwas wieder rausschmeißen, weil wir können jetzt nur, wir können ja nicht nur mit 3 Dienern hier reingehen. Das ist ja auch sinnlos. Irgendwas, was plus Zauberschaden hat. Was plus Zauberschaden. Nehme ich gleich mal 2 mit. Ich werde hinterher wieder rausschmeißen, wie gesagt. Oder gleich sogar. Dann will ich das mit dem Einfrieren, glaube ich, rausnehmen. Wo haben wir ihn? Da. Weg mit dir. Ansturm. Windzornspott. Kampfschrei, Zauberschaden. Nehmen wir zumindest einen mit. Ansturm und Spott. Ansturm, Spott und Wutanfall. Ansturm, Zauberschaden. Schauen wir nochmal, war noch irgendwas mit Zauberschaden plus da. Den Drachen, der ist auch nicht schlecht. Wie viel kostete der Urgermagier? Der kostete 4. Hat aber auch nur 4-4. Diese eine Karte ziehen lasse ich mal weg. Ganz doch irgendwas ganz Cooles, wo ich sagen will, das muss ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Der ist noch cool. Den würde ich, glaube ich, auch gerne mitnehmen. Wen nehmen wir dafür raus? Fügt einen zufälligen feindlichen Diener 4 Schaden zu. Ist gar nicht mal so geil, ne? Außer 3 Schaden, nicht so viel auf die Feinde, das ist gut. Friert ein Diener, so wie wir bedacht hatten, Diener einfügt ihm 1 Schaden zu, das ist auch ganz gut. 6 Schaden ist super. Wenn ein Diener euren Helden angreift, wird er vernichtet. Ich glaube, das nehme ich raus, weil wenn er den Kleinen angreift, dann ist das sinnlos. Nehme ich den zumindest einmal rein. Ansonsten können wir ja nichts gebrauchen, ne? Nö. Okay, dann versuchen wir es mal damit, mit einem komplett reinen Magierdeck. Damit ist einfach, wie gesagt, scheiße zusammengestellt. Das wird wahrscheinlich überhaupt nichts bringen, aber ein Versuch ist es wert. Ansonsten werde ich ja wieder privat nach dieser Folge ein Deck zusammenstellen können, das dann austesten und dann vielleicht nicht den Final Hit draufhauen. Das wäre ganz cool. Jaina gegen Rent Schwarzfaust. Rent Schwarzfaust. Ihr habt es so gewollt. Das ist eine ganz gute Hand. Bleiben wir dabei. Wobei der nicht sein muss und ich hätte lieber am Anfang einmal flächendeckenden Schaden gehabt, aber gut. Ihr klettert den falschen Berg hinauf. Sogar dieser Ork versteht, dass ihr etwas falsch macht. Okay, diesmal spielt er anders als sonst. Interessant. Warum spielt er diesmal anders als sonst? Warum hebt er diesmal seine Münze auf und hat er sonst nicht getan? Das finde ich gut. Ja.
ja. Wunderbar. Dann machen wir noch so. Und machen das. Das läuft doch schon mal besser als die Runden davor. Sportviecher. Das hebe ich mir auf. Stattdessen spiele ich einen weiteren davon. Ziehe ich die Karten? Ich ziehe die Karten. Dann kriegt er nämlich nochmal das Angriff. Und die weg. Weiter geht's. Oh, fuck. Ah, das war nicht gut. Drei Wipplinge herbei. Fügt einen feindlichen Dienern. Oh, die können wir auch gar nicht spielen. Das ist jetzt unpraktisch. Das ist jetzt sehr unpraktisch. Was kriegen wir denn? Jedes Mal, wenn der Dämon Schaden verliert, ebenso viel dem bei eurem Leben wieder her. Für kostenlos nehme ich das gerne mit. Dann hau ich den noch weg. Und hau ihm den ins Gesicht. Da kann er nämlich nur einen von beiden jetzt loswerden in dieser Runde. Oder auch nicht. Scheiße. Da hat er das Ding schon wieder komplett gedreht. Ja, da hat er es wieder komplett gedreht. Es sei denn... Nee, wir können es in nächster Runde noch nicht spielen. Friert einen Diener ein und fügt ihm sowie seinen Benachbarten. Das finde ich super. So. Der ist eingefroren. Damit kann ich mir die Karte eigentlich auch sparen. Die spare ich mir auch auf. Falls die nächste Runde diese hier spielen soll. Das war's. Oder spielen muss, hebe ich mir die dafür auf. Jetzt kann ich wieder nicht beide gleichzeitig spielen, ist doch scheiße. So. 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 Hallo, ihr Welblinge. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Hallo, du. Lass mich in Ruhe. Fuck. Ach doch, wir haben erhöhten Schaden. Wir haben erhöhten Schaden, das finde ich super. Ich dachte schon, wegen dem Plus hat er jetzt nicht genug. Aber doch. Spielen wir so. Alle weg. Und dann gehen wir aufs Gesicht. Wir haben leider nicht mehr... Hätten wir einen Mana mehr, könnten wir den auch noch weghauen. Oh nein! Ah, sonst hätten wir ihn damit killen können, Mann. Okay, wir können ihn damit killen. Aber wollen wir das? Ich überlege gerade, wenn ich stattdessen... So. Und dann so mache. Das war's. Dann ist der nächste... Dingens bei dem wir ziehen. Der nächste Feuerball ist ein Tod. Der nächste Feuerball ist sein Tod. Zauberschaden plus 1. Finde ich okay. Dann machen wir das. Dann muss ich meinen Zug beenden. Ich brauche noch einen Feuerball. Ein Feuerball, Mann. Ach du Scheiße, der hat 10-7. Und der hat Spott. Wir brauchen einen Feuerball, Mann. Gib mir einen Feuerball. Wenn wir jetzt keinen Feuerball ziehen, ist es vorbei. Haben wir verloren. Wir haben verloren. Oh nein, so kurz vor Schluss. Jetzt ernsthaft. Das war's. Vielleicht überleben wir die Runde noch. Überleben die Runde. Oh mein Gott. Zieh zwei Karten. Bitte gib mir einen Feuerball. Yes! Alter! Boah! Gutes Deck. Habe ich gut zusammengestellt. Mal eben mit einer Minute. Unsterblicher.
Das Drachenei. Ihr legt euch mit dem falschen Drachen an. Bist du Drache? Du bist ein Mensch. Egal. Ruf dieses Mal einen Welpling 2-1 dabei, wenn dieser Gegner Schaden hält. Wenn der Gegner gespielt, da erkennen wir den auch. Und wir kriegen den Legendary von ihm. Wenn man sich ein Drachendeck macht, ist das sicherlich ganz hilfreich. Den Rent Schwarzfaust dabei zu haben. Ganz eine Herausforderung freigeschaltet für Druide und... Was ist das? Priester? Ich glaube ja. Ja, und damit haben wir diesen Part dann tatsächlich die Schwarzfeldspitze geschafft und schauen uns beim nächsten Mal den Pechschwingenhort an. Ich sage jetzt einfach mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.